Ich muss das irgendwie allein hinkriegen. Ich dachte mir noch, hier riecht irgendwas nach Mensch und siehe da. Du bist doch der kleine Rotzbengel von damals. Das, was du nun erfahren wirst, sind die Qualen der Hölle. Ich habe versucht, ihn so weit wie möglich von den anderen beiden wegzulocken. Naja, allzu weit weg wird er doch bestimmt nicht sein. Immerhin ist er doch dein Gefährte. Denn so seid ihr armseligen Menschen doch. Ganz genau so ist es. Ich werde Gon beschützen. Ganz egal, was ich dafür tun muss. Lauf, lauf, lauf. Genau das ist es! Dieser angsterfüllte Ausdruck! Wirklich hervorragend! Wenn du nicht gewinnen kannst, dann zieh dich zurück. Ich muss ihn beschützen. Auf weg. Weg. Du hast einfach zu viel Schiss, oder? Ja! Oh Mist, das hier fühlt sich einfach so gut an. Lauf, lauf. Nein! Gon! Ich werde Gon beschützen! Denn wir sind doch Freunde! Hör auf! Wenn du mich mit diesem Gesicht ansiehst, dann kann ich mich nicht länger beherrschen! Lauf weg, lauf weg, weg. Halt endlich die Klappe! Lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg. Halt die Klappe, habe ich gesagt! Ich will ihn auf keinen Fall verlieren! Gon ist mein erster und einziger Freund! Lauf, lauf weg. Ohne Killua funktioniert es nicht! Gon ist mein allerbester Freund! Er ist weg. Der hat mich voll reingelegt. Illumi, du Mistkerl. Dieses Ding steckte also die ganze Zeit in meinem Kopf drin. Bist du verrückt geworden? Jetzt steht er auf einmal dort drüben. Ah, ich fühle mich, als wäre ich hellwach. Nein, als wäre eine große Last von mir abgefallen. Wieso bin ich derjenige, der sich auf einmal vor Angst nicht mehr bewegen kann? Wenn ihr uns noch einmal zu nahe kommt, dann reiß ich euch persönlich in Stücke. Verarsch mich nicht! Dann lass es halt bleiben.